Und damit willkommen zum zweiten Part von New Super Mario Bros. 2. Wir wollen heute die erste Welt abschließen. Aber vorher hole ich mir noch mal ein paar One-Ups. One-Ups, die ich eigentlich nicht brauche, aber gut, weil es ein sehr einfaches Spiel ist. Aber dennoch holen wir sie mal. Mal gucken. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich so 3 bis 4 bekommen. Mal gucken, vielleicht können wir das heute mal ein bisschen toppen. 3 Stück habe ich jetzt schon bekommen. Ja. 6 Stück. Damit kann man schon mal was anfangen. Sehr, sehr gut. Das ist doch sehr, sehr nice. Und dann gehen wir hier wieder raus. Ich wollte eigentlich durch die Tür gehen, aber egal. Dort rechts ist eine Kanone. Die werde ich aber noch nicht betätigen, denn die Kanonen schießen in eine andere Welt hin. Welche Welt? Das ist immer unterschiedlich. Und die will ich erst am Ende des Let's Plays verwenden. Wir gehen jetzt erstmal in Welt 1.5 rein. Und zwar ein Unterwasserlevel. Unser erstes Unterwasserlevel hier. Nice. Kurz hier nochmal umsehen. Ja, da gibt es nochmal Münzen. Und dann gehen wir hier mal runter. Ich weiß nicht, ob unter Wasser mir der Tanuki so viel bringt. Also ich kann hier auf jeden Fall angreifen mit. Oh, toll. Aber so ganz erfolgreich ist das nicht. Ich glaube, da ist die Feuerblume dann doch ein bisschen besser. Dann hoffe ich mal, dass ich hier eine Feuerblume gleich mal kriege. Das wäre sehr, sehr nice. Ja, die Musik hier unter Wasser ist immer sehr, sehr schön. Aber das ist schon das einzige Gute hieran. Denn ich bin kein Fan von Unterwasserleveln in New Super Mario Bros. Teilen. Aber schön, dass da die erste Star Queen ist. In 3D Marios und so sind Unterwasserlevel mega nice. Aber hier, nee. Kann ich drauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist eine Röhre. Also mal kurz hier Fischstäbchen aus euch machen. Und dann hier mal runter, dass ich hier auch nicht gestört werde. Und dann werden wir uns direkt wahrscheinlich die nächste Star Queen holen, oder? Oh ja. Oh, da muss man vorsichtig sein. Die Strömung ist da sehr, sehr stark. Okay. Star Queen Nummer 2. Da ist schon die Halbzeit. Und jetzt muss man das Spiel, das einfach mal vergleichen mit zum Beispiel Donkey Kong Country Returns, was ich ja letztens erst Let's Played habe. Der Unterschied zwischen dem New Super Mario Bros. Franchise und dem Donkey Kong Country Franchise. Und die Unterschiede sind da so dermaßen. Hier im Level brauchen wir vielleicht 1 bis 2 Minuten pro Level. So gefühlt. Also Level gehen sehr, sehr schnell vorbei. Und bei Donkey Kong, da haben wir pro Part nur 2 Level geschafft. Das heißt, pro Level so 10 bis 15 Minuten. Also schon krasser Unterschied. Gerade wenn man so diese zwei Let's Plays so hintereinander betrachtet. Ist schon ganz krass. So. Weg mit dir. Ist da unten noch was? Nein, da ist nichts. Aber vielleicht dort oben. Auch hier möchte ich mit allen Starcoins hier durchkommen. Das wäre schon ganz gut. Ja, genau. Hier ist die dritte Starcoin. Einmal musste ich schon eine Starcoin nachholen im letzten Part. Und zwar beim Turm. Weil die Starcoin doch ein bisschen fies war, sage ich mal. Und da habe ich nicht direkt hintergeblickt. Aber dafür habe ich den Secret Exit direkt gefunden. Aber gut, auch nur aus Erinnerung heraus. Sonst war der Secret Exit verdammt fies. Verdammt fies. Und ich verstehe jeden, der blind das nicht findet. Okay, nicht alles bekommen an blauen Münzen, ist auch nicht so schlimm. Für alle Münzen sammeln gibt es eh keine Starcoin. Und außerdem haben wir ja eh alle Starcoin. Stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber gut, wir sind am Ziel und das erste Unterwasserlevel ist somit geschafft. Sehr schön, die Fahnenspitze erreicht. One-Up nochmal daher. Und dann haben wir das Level geschafft. Ich glaube, ein Level gibt es jetzt noch und dann gibt es noch das Schloss. Das große Finale einer Welt, genau. Da ist das Schloss, aber erstmal gehen wir hier unten lang. Für 5 Sternmünzen können wir das hier bezahlen. Und etwas, was ich auch noch im letzten Part ansprechen wollte, ist dieses Bezahlsystem. Dass man halt für solche Wege hier bezahlen muss, mit Sternmünzen bezahlen muss. Es gab ja auch mal ein anderes System in New Super Mario Bros. Wii. Da gab es das Schloss mit einigen Videosequenzen. Was man halt freischaltet, also diese Videosequenzen konnte man halt mit Starcoins freischalten, indem man das halt freikauft. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses System fand ich 1000-mal besser als dieses System hier. Also, ja. Schade, dass das Nintendo nicht wieder zurückgebracht hat. Wie war es dann in New Super Mario Bros. U eigentlich? Dann kann ich mich gar nicht mehr so wirklich erinnern, wie es da in New Super Mario Bros. U war. War es auch so mit diesen Wegen? Nee, das nicht. Wofür waren die Sternmünzen in Super Mario Bros. U gut? Oder gab es da gar nichts mit den Sternmünzen anzufangen? Das kann natürlich auch sein. Würde ich Nintendo zutrauen. Ja, ich bin mal gespannt.
wann der nächste New Super Mario Bros. Teil rauskommt. Ob überhaupt noch einer rauskommen wird. Ich denke mal auf der nächsten Konsole, die Switch auf keinen Fall mehr. Und wie der nächste Teil dann wird. Also vor allen Dingen das, ob Nintendo die Zeit, sage ich mal, genutzt hat und neue Ideen gesammelt hat. Und vielleicht auch mal wirklich einen richtig guten Teil draus macht und nicht sowas wie die letzten Teile, sage ich mal. Weil, ja, der einzige gute New Super Mario Bros. Teil, so richtig gute New Super Mario Bros. Teil, ist halt New Super Mario Bros. DS. Sehr innovative Level, da war damals das auch noch generell was Schönes Neues, weil es wieder zurückkam. Eine sehr große Innovation halt. Und die Bosse waren richtig cool in New Super Mario Bros. DS, Custom Bosse und so weiter und so fort. Und seit New Super Mario Bros. Wii ging noch, ist auch noch okay. Aber seit New Super Mario Bros. 2 ist es halt dann bergab gegangen, so gesehen. So, und dann hier wieder eine ganze Menge Münzen. Immer her damit. Yay! Ich kann keine Münzen mehr sehen. Aber gut. Wir sind jetzt in Part 2. Aber gut, das ist halt hier das Feature. Ja, es ist trotzdem ganz cool. Also, mit den Münzen finde ich es trotzdem auch ganz cool. Schönes Gimmick. Und da kommen wir auch nochmal. Ich bin auf so manchen Level gespannt. Ich habe noch ein bisschen was in der Erinnerung, was da noch so alles auf uns zukommt. Das wird heiter. Das wird sehr, sehr heiter. Hier ist eine versteckte Feuerblume. Eigentlich wollte ich da nur gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Ah, leider nicht. Hätte ja sein können. Gut, dann gehen wir mal in die Röhre rein. Sehr interessantes Level. Sehr interessant aufgebaut. Ein Level, woran ich mich zum Beispiel auch null mehr erinnere. Kein bisschen. Aber gut, ich kann mich an die wenigsten Level erinnern. Hä, wo geht's denn jetzt? Lang, links oder rechts? Jetzt bin ich aber sehr verwirrt. Nee, es geht. Hä? Wo geht's mal? Wow. Hallo? Mein Controller will nicht mehr. Hallo? Mein Controller spinnt. Hallo? Mein Controller ist Akku leer. Oh. Das ist das Problem, wenn man zu viele Spiele auf dem PC mit einem Pro-Controller zockt. Weil dann hat man keine Übersicht mehr, wie viel Akku noch drauf ist. Aber ich bin jetzt sehr ernsthaft hier verwirrt. Da ist auf jeden Fall eine Starcoin. An die komme ich so ran. Aber was war da links noch? Okay, es ist wenigstens die zweite Starcoin. Aber dieses Level verwirrt mich aber total. Also wirklich. Aber gut. Ich glaube, das ist der weiterführende Weg. Keine Ahnung, was da oben noch links für ein Weg war. Das war jetzt ganz schlecht von mir getimed. Ist da oben was? Da ist tatsächlich was. Ein One-Up. Das ist cool. Solche Secrets mag ich. Ah, Vorsicht. Na toll. Ich werde mir mal eine Feuerblume gönnen. Außeninventar. Wozu gibt's denn das? Dieses Inventar gibt's so oder so ja auch. Was? Was? Ich hatte doch gerade erst die zweite Starcoin. Was? Hä? Achso. Ich hab gerade B gedrückt zum Springen. Ja, moin. Ich hab gerade eigentlich B gedrückt zum Springen. Ich wollte gerade hochspringen. Nur da ich noch nach links gedrückt habe, weil ich vorher nach links gesprungen bin, ist Mario gerade automatisch in die Röhre rein. Ja, moin. Ja, dieses Level verwirrt mich. Aber sowas von. Aber gut. Da ist das Ziel. Vorsicht. Ja, ab ins Ziel. Ab ins Ziel und auf zum Boss. Und Roy eine reinhauen. Ich hoffe, das ist Roy. Doch, das müsste Roy sein. Der Pinke. Doch, das ist Roy. Das ist Roy. Und wenn nicht, dann wäre das jetzt ein bisschen peinlich. Aber gut. Ja, ich habe kein Backup-Item. Daher nehmen wir ruhig mal eins hier raus. Ist eigentlich unnötig, aber ich möchte halt jedes Pilzhaus mal besucht haben. Daher. Oh, Mini-Pilz. Folgendermaßen erstmal so. Ich möchte an sich den Tanuki drin haben. Und dann. Achso, dann wird der Tanuki übersprungen. Ich nehme tatsächlich jetzt den Mini-Pilz. Denn ihr seht ja auf der Karte zwei Welten. Welt 2 und Welt Fragezeichen. Und ja, zum vorne wegnehmen. Diese Weltfragezeichen erreicht man, wenn es so wie in diesem Mario Bros. DS war, mit einem Mini-Pilz. Bedeutet, wir werden erstmal das Level mit dem Mini-Pilz durchzocken. Ich werde jetzt nicht auf Starcoins und so achten. Wenn ich welche mitnehme, dann ist das gut so. Dann freue ich mich. Allerdings, ja, Starcoins ist jetzt nicht mein Ziel. Denn dieses Schloss müssen wir zweimal zocken. Und eventuell verhaue ich das eh.
es kann sein. Weil mit Minipilz ist das echt nicht leicht. Mein Ziel ist ja eigentlich, in der ersten Welt nicht zu sterben. Mal gucken, ob ich das schaffe. Okay, die Starcoin kriege ich eigentlich auch so. Ich muss nur gucken, wie ich runterkomme. Ich glaube, das Steuerkreuz da unten. Ich habe gerade B gedrückt, aber B war es nicht. Oh, er braucht ganz schön lange. Aber es passt, das passt, das passt. Sehr schön. Dann haben wir die erste Starcoin geholt. Können hier wieder hoch. Und weiter geht es, weiter geht es. Ja, als Mini-Mario können wir keine Gegner besiegen. Es sei denn... Oh, kein Pilz. Es sei denn, wir machen eine Stampfattacke. Genauso wie auch bei diesen Blöcken. Und was ist hier? Was ist hier? Hallo, hallo? Nein, kein Pilz, kein Pilz, kein Pilz. Ah. Oh. Okay, da ist die zweite Starcoin. Ich glaube, da links hat man einen Tanuki normalerweise rausbekommen, wenn man halt groß ist. Sind wir halt nicht. Daher, zweite Starcoin holen wir auf jeden Fall nach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin schon ein bisschen angespannt. Ich bin tatsächlich ein bisschen angespannt. So, komm runter. Und dann, wenn du hochgehst, laufe ich durch. Genau. Ich bin sehr angespannt. Gerade der Boss wird dann nicht gerade einfach. Ich bin auch ein bisschen aus der Übung raus mit Mini Mario. Ich springe über den drüber, würde ich sagen. Ja, genau. Drüber springen ist dann da die richtige Wahl. Dann geht die Plattform bis in die Lava rein. Nein. Jetzt springen. Genau. Hier rüber. Diesen Block betätige ich mal nicht. Allerdings versuche ich mal da oben hinzukommen, weil da... Oh, da gibt es unsichtbare Blöcke. Nice. Ah, okay, okay. Weil da gibt es eventuell die dritte Starcoin. Aber Vorsicht, Vorsicht. Nee, hier gibt es nur ein paar Münzen. Wow. Okay. Dein Blindjump nach unten hat gepasst. Oh, das ist jetzt so fies. Das ist jetzt sehr, sehr fies. Wie machen wir das? Und jetzt. Eieiei. Da oben ist auch noch was. Hier ist die nächste Starcoin. Also die dritte. Die können wir uns holen. Die können wir uns holen. Also die zweite Starcoin muss ich dann halt nachholen. Aber es ist nicht das Problem. Die dritte Starcoin haben wir. Und dann sind wir jetzt am Ziel angekommen. Ich weiß halt null, wie Roy angreift. Das wird vielleicht ein Problem für mich werden. Daher bin ich jetzt sehr gespannt. Hier könnte jetzt der erste Fail auf uns warten. Hallo Roy. Wo bist denn du? Da bist du. Wie kommt der an? Ist noch der erste Boss. Wow, eine Rammattacke? Achso, okay, dann ist er benommen und ich kann hier eine Stampfattacke auswählen. Weil das muss ich halt machen. Ich muss hier Stampfattacken auswählen. Gut, hier kann ich eigentlich mit einem schönen Wandsprung schön ausweichen. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Okay, das ist in Ordnung. Wow, joi. Okay, sehr schön. Zweiter Hit, zweiter Hit. Das ist mir recht, dass die Wände immer näher kommen. Dann verliere ich nicht so an Höhe beim Wandsprung. Uiu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 
Können wir ruhig mal ein bisschen überspringen. Ich meine natürlich nicht überspringen, sondern halt rauscutten. So, ich bin klein geworden, weil ich jetzt ein bisschen ungeduldig war. Ich glaube, hier gibt es eh ein Item, genau. Dann habe ich damit jetzt Zeit gespart, bin in die Gegner halt reingelaufen, in die Steinblöcke. Und ich glaube, dann geht's über die Kanonen zu diesen Fragezeichen-Welten hin. Das ist interessant. Aber okay, dann ist es so, dann ist es so. Dann weiß ich es für die Zukunft. Dann hatten wir heute trotzdem eine schöne Challenge. Das immerhin. Und hier ist das Schöne. Hier brauche ich nicht warten, bis er irgendwie an die Wand stößt, sondern hier kann ich direkt einfach drauf springen. Weil, ja, mit Mini Mario war es eher weniger möglich. Da kann ich sogar jetzt hier sagen, so, komm her, wunderbar, tschüss. Und noch ein Hit. Ein Hit. Ja, der erste Bosskampf ist eh noch nicht schwer. Wunderbar, haben wir dich. Haben wir dich. Sehr gut, dann können wir heute noch die zweite Welt anfangen. Die zweite Welt, eine Wüstenwelt, wie soll es denn auch anders sein? Kann ja nur eine Wüstenwelt sein. Zumindest im Mario-Franchise. Und tatsächlich kommt da jetzt keiner einblenden. Dann, ja, dann ist das wohl nicht mit Mini-Mario. Ja, weiß ich nicht. Nimmt so ein bisschen die Challenge raus. Ich fand das in New Mario Bros. DS eigentlich ganz cool, weil es dadurch eine schöne Challenge war, so gewisse Bosse mit Mini-Mario zu besiegen. Aber okay. Welt 2-1. Und wir haben mal wieder so einen Block hier. Yay. Die kreuzen auch bei gefühlt jedem zweiten Level auf. Aber gut. Die Wüstenwelt, an die ich mich so gar nicht hier erinnern kann. Aber gut. So, dich mal weg. Ich nehme mal jetzt keine Feuerblume. Nee, keine Feuerblume. Keine Feuerblume. Dann gucken wir mal, was die zweite Welt hier zu bieten hat. Was für Level und so. Bin ich mal gespannt, was für Innovationen kommen. Mal gucken, ob es überhaupt Innovationen gibt. Das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Ja, dieses erste Level ist natürlich noch Standard, ist ja klar. Aber bisher noch keine Star-Coin. Das gefällt mir nicht. Warte, da oben. Da oben. Da oben. Vielleicht mal von hier aus da rüberschweben. Und dann haben wir da die erste. Sehr, sehr schön. Gut. Dann da runter vielleicht? Direkt schon die zweite? Nee, das sieht nach was anderem aus. Ach, ja, stimmt, das gab's ja auch noch. Das gab's ja auch noch. Wir sind jetzt Geld Mario. Oh, wieso? Wir können alles zu Geld machen. So ein Power-Up bräuchte ich auch im Real Life. Muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst, das ist ein krankes Item. Das ist ein krankes Item. Ach, du Heilige. Ich konnte mich daran gar nicht mehr erinnern. Aber okay. Jetzt weiß ich wieder, wie die Entwickler hier übertrieben haben. Ist halt das typische Gimmick für uns. Oh nein. Oh nein. Da komme ich noch hoch. Danke. Wunderbar. Dann haben wir das. Euch machen wir auch zu Geld. Je mehr Gegner man gleichzeitig besiegt, desto mehr Geld gibt das. Interessant. Wow. Also, ich weiß nicht, wie das noch getoppt wird. Aber ich denke mal, das wird bestimmt noch getoppt. Und selbst hier kann ich jetzt alles so... Das ist doch ein krankes Item. Das ist doch... nicht mehr normal. Das ist doch overpowered. Oder nicht? Zumal es ist ja nicht mehr zeitlich begrenzt. Das ist ja nicht mehr irgendwie zeitlich begrenzt. Ich habe das ja die ganze Zeit. Und mir fehlt die dritte Starcoin. Yay. Dritte Starcoin fehlend. Finde ich super. Wow, ja, nein, 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 den ersten Tod will ich noch. Ach, hier, man ist dort rechts aus der Röhre rausgekommen und dort links ist die Starcoin. Ich hasse sowas. Und ich habe doch keinen Wandsprung gemacht. Na gut, fing's mit sich hier um. Und ich finde es jetzt auch nicht so verkehrt, dass die Blume jetzt weg ist. Wir haben eine neue Blume. Eine normale Blume. Ja, sowas hasse ich. Dass nach einem Secret man an einer Starcoin dann vorbeigeht. Aber gut, so ist es halt. Wir sind nochmal kurz zurückgegangen und haben das auch nochmal geholt. Ja, ein Level schaffen wir noch. Das kriegen wir auch noch hin. Und ja, im nächsten Part bin ich mal gespannt, was uns dann hier neuer so erwartet. Welt 2-2. Welt 2-2. Ja, das erste Level war Standard. Oh, das sieht vielleicht ganz cool aus. Diese Statuen hier. Ja, das macht einen guten Eindruck. Ich glaube, das Level wird nice.
aber natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, nicht dass hier irgendwo eine Starcoin versteckt ist. Da haben wir einen goldenen Ring mal wieder. Ach ja, dann wird wieder alles so Geld gemacht, alles zu Geld, alles zu Geld. Ich habe eben so gefragt, was war jetzt nochmal der goldene Kreis? Du ja, klar. Du, statt Feuerbälle schmeißt du dann Geld. Wow. Wow. So reich will ich auch sein, dass ich mit meinem Geld herumschmeiße. So reich will ich auch mal sein. Ja, aber das wird wahrscheinlich nie etwas. Aber gut. Geld ist halt nicht das, was einen glücklich macht. Geld kann einen vielleicht glücklicher machen, allerdings auch sehr wahrscheinlich unglücklicher. Das da unten sieht merkwürdig aus. Ist da eine Röhre? Nee, das ist keine Röhre. Trotzdem ist der Ort da ein bisschen strange. Mein erster Tod. Mein erster Tod hier in Welt 2. Immerhin habe ich mein Ziel erreicht, in Welt 1 nicht zu sterben. Das hier ist erreicht und von daher ist der Tod jetzt hier in Ordnung. Ja, und sagen wir es mal so, Starcoins und so bleiben erhalten bis zum Checkpoint. Also falls man den Checkpoint natürlich erreicht hat. Andernfalls muss man die nochmal neu sammeln. Was schon mal ganz gut, was ich ganz gut finde, dass man die dann nochmal neu sammeln muss. Und wehe, ihr lockt mich jetzt hier auf eine falsche Fährte. Ja, immerhin kriege ich meine Blume wieder zurück. Nicht, dass jetzt hier unterwegs eine Starcoin oder so versteckt ist. Zum Beispiel da unten. Tatsächlich. Boah, die sind fies. Die sind fies. Einfach da eine Starcoin. Okay, das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön. Warte, wie machen wir es? Wir gehen hier runter. Besiegen dich. Ach, toll. Und sacken die Starcoin ein. Und gehen wieder weg. Tschüss. Ja, auch wieder so ein Ablenkungsmanöver. Wie komme ich denn jetzt hier überhaupt hoch? Mit einem gekonnten Wandsprung, würde ich sagen. Ja, genau. Wunderbar. Nein, nicht schon wieder so einer. Gut, dass wir ein Inventar haben. Da bin ich drüber doch ein bisschen froh. Das kann einen doch schon mal einen so ein bisschen retten. Und dann bin ich so dumm. Dann bin ich so dumm. Da habe ich jetzt mit verdient mein Item verloren. Sowas von verdient. Und was ist... Ach du Ali. Der Riese hier. Aber der konnte mich nicht besiegen. Und hier ist die letzte Starcoin dieses Levels. Alles klar. Ja, das war auch mal ein schöneres Level. Das war mal wieder mal ein schöneres Level, weil es mit einer neuen Idee arbeitet. Davon bin ich so oder so ein Fan. Und dann geht's hier im nächsten Part weiter. Freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und mal gucken, wie die Welt 2 noch performt. Bin ich mal gespannt. Also bis dahin und tschüss.